ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das musst du merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Auf dem Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Also ich find's albern, in so einem Einheitslook rumzulaufen. Komm, es ist doch nur für ein Foto. Josh hat recht, sowas zieh ich nicht an. So, und jetzt bitte alle auf mein Kommando, Whisky. Whisky! Yeah! Wie wär's denn, wenn ihr euch bis zur nächsten Unterrichtsstunde mal Gedanken darüber macht, wie durch hohes Verkehrsaufkommen ein Stau entsteht? Ey, so geht das nicht. Haltet doch mal an. Klasse. Darf ich den Damen und Herren eine 1 notieren? Jetzt sind sie dran. Ich? Ja. Wir haben eine Lösung für das Stauproblem entdeckt. Sie müssen jetzt herausfinden, wie man am schnellsten in einen völlig überfüllten Zug hineinkommt. Dieser Wolf hat einen Denkzettel verdient. Ach, Mama. Der Junge war zum ersten Mal allein mit dem Auto unterwegs. Und Sie haben nicht verhindert, dass er meine Tochter mitnimmt? Ich bin doch ganz vorsichtig gefahren. Das nennst du vorsichtig? Du hättest meine Tochter fast umgebracht. Ich fordere übrigens Schmerzensgeld von dir. Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt, kommen die Piranhas und fressen die Haie in Pirim, pim, pim, pim. Hallo Giovanni. Hey, ich hab nur geschlossen. Eis muss in Behälter, Geschirr ist schmutzig und Milch muss in Kühlschrank. Ich wollte auch gar kein Eis. Du willst kein Eis? Was willst du dann denn? Ich brauche ja mal deinen Rat. Ah, meinen Rat? Problem mit der Mode. Nein, nicht direkt. Aha. Dein Vater ist sauer. Wegen deinem Unfall. Nein, der Wagen ist Vollkasko versichert. Was denn dann? Annas Mutter will Schmerzensgeld. Annas Mutter will Schmerzensgeld? Aber sie war doch gar nicht bei dem Unfall dabei. Richtig, aber sie hat sich tierisch aufgeregt. Meinst du, sie kommt damit durch? In Amerika vielleicht. Aber hier in Deutschland, sie müsste dir schon nachweisen, dass du schwer nachlässig, schwer fahrlässig gehandelt hast. Hast du das? Nee, nicht, dass ich wüsste. Allerdings könnte anders sein, wenn ein Schaden zurückbleiben würde, für immer. Wie meinst du das denn? Wenn Annas Bein steif bleiben würde. So, ihr Lieben, was passiert, wenn man weißes Licht durch ein Prisma lenkt? Es wird in seine Spektralfarben zerlegt. Richtig, Paula. Und wie heißen die? Rot, Gelb, Grün, Blau und da fehlt ja noch irgendwas. Paula? Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Hat noch jemand einen anderen Vorschlag? Nein? Gut, dann schauen wir mal, wer recht hat. So, Paula, hast gewonnen. Und woher kennt ihr diese Lichtbrechung in der Natur? Vom Regenbogen natürlich. Danke, Max. Und woher noch? Bei Tautropfen, in denen sich die Sonne bricht. Sehr aufmerksam beobachtet, Hendrik. Scheiße. Oh, hallo, Anna. Guten Morgen. Ach, das ist ja toll, Anna. Darfst du schon? Na, nun mal langsam, Thekla. Ich glaube, dein Bein legen wir erstmal noch mal hoch. Hm? Danke, geht schon. Ich darf sowieso nur eine Stunde. Dann muss ich sofort zurück auf die Krankenstation. So, und wir machen den Scheinwerfer jetzt mal wieder aus. Und die Rollos bitte hoch. Und dann möchte ich, dass jeder von euch aus dem Gedächtnis die Farbfolge des Regenbogens aufmalt. Darf ich noch mal sehen? Nee, nix da. Ich habe aber leider keine Stifte bei. Du kannst meine mit benutzen. Danke. Naja, Papier habe ich auch keins. Thekla, wäre lieb, wenn du ihr damit auch hilfst. Nee, geht schon. Ich mache einfach hier rauf. Na, das ist auch eine klasse Idee. Darf ich auch mal? Ja, klar. Was soll denn
das? Naja, wenn du wieder gesund bist, kannst du Wolf das Gipsbein schenken. Sozusagen als Erinnerung an euren glücklichen Unfall. Kaum zu glauben. Wie haben sie es nur geschafft, dass alle Schüler der 6. freiwillig diese Uniform anziehen? Das waren längst nicht alle begeistert. Sagen Sie bitte, dürfte ich auch mal auf jenes Foto schauen? Ja, natürlich, lieber, bitte. Ehrlich gesagt, das mit der Schuluniform finde ich eine großartige Idee. Eigentlich hätte das ja von mir selber stammen können. Wie meinen Sie denn das? Sind Sie denn nicht auch der Meinung, dass wir auf Schloss Einstein endlich die einheitliche Schulkleidung einführen sollten? Ich glaube nicht, dass unsere Kids davon besonders begeistert wären. Ja, wieso oder nicht? Schauen Sie doch mal, die sehen doch mit den neuen Sachen alle sehr glücklich aus. Wie die lächeln. Halt, stopp, das Lächeln war fürs Foto. Schuluniformen lösen meiner Ansicht nach kein einziges pädagogisches Problem, Herr Dr. Wolfert. Ach, da bin ich aber gänzlichst anderer Meinung. Ich denke sogar, dass unsere Schüler sich außerhalb des Internats ganz anders benehmen würden, wenn sie jederzeit und überall als Schloss Einstein-Schüler identifizierbar wären. Sie wollen doch nicht etwa, dass unsere Schüler Tag und Nacht in solchen Einheitsklamotten rumrennen? Tja, warum denn nicht? Wenn ich es mir recht überlege, dann entbehrt Ihr Gedanke nicht einer gewissen Logik. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, die Kleidung habe ich leider schon zurückgeschickt. Ja. Moment, bevor es klingelt, will ich noch schnell die Frage von Paula beantworten. Hast du wirklich was herausgefunden? Ja, ich denke schon. Ja, aber die Antwort ist doch ganz klar. Ich meine, je stärker die Leute drängen, desto schneller kommen sie rein. Ja, langsam, Luisa. Die Lösung, die ist ganz ähnlich wie bei eurem Versuch mit den Autos, aber irgendwie auch ganz anders. Hä? Ganz ähnlich, aber irgendwie auch ganz anders? Wie soll denn das funktionieren? Darf ich die Damen und Herren bitten, ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf die Tafel zu lenken? Tada! So. Ich habe hier mal zwei Gruppen angemalt. Die erste Gruppe steht am Bahnhof Zoo in Berlin und wartet dort auf den Zug. Wie viele Leute steigen ein, wie viele aus, Max? Wenn ich das richtig sehe, 3 raus und 6 rein. Das siehst du richtig. Kommen wir zur zweiten Gruppe. Die steht an der Victoria Station in London und will auch in den Zug rein und aus dem Zug raus. Wie viele Leute sind das? 3 im Zug und 8 in der Schlange. Richtig. So, und was meint ihr? Welche Gruppe ist schneller beim Ein- und Aussteigen? Die in London oder die in Berlin? Na, ich denke, die Drängelgruppe. Das sind doch bloß 6. Der Meinung bin ich auch. So wie ich Herrn Fabian kenne, gewinnt bestimmt die andere. Paula hat recht. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Tja, dann lasst uns doch einfach diesen Versuch nachstellen. Ja, herein. Ist denn warum nicht da? Nein, aber der kommt gleich wieder. Was ist denn? Ich muss das hier bis morgen ausgelesen haben. Ich muss dringend mit dir reden. Deine Mutter, die will Schmerzensgeld. Was? Boah, die spinnt doch. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie das wirklich drauf hat. Wieso? Hast du etwa davon gewusst? Naja, nicht so direkt. Was willst du denn damit sagen? Hast du ihr etwa was erzählt? Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie muss sie doch auf die Idee mit dem Schmerzensgeld gekommen sein. Wolf, ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn du irgendwas gesagt hast, dass ich die Kassette aufgehoben habe, dann... Warum klopfst du nicht an, wenn du sowieso gleich reinkommst? Seit wann bist du denn hier zu Hause? Wie weit bist du mit der Lektüre? Sorry, Thekla, aber ich habe gerade was ganz Wichtiges mit Wolf zu bereden. Ach so, Entschuldigung, bin schon wieder weg. Sag mal, wie findest du eigentlich den Spruch hier? Für Wolf, zur ewigen Erinnerung. Ist der von dir? Nee, den hat sich Thekla ausgedacht. Wisst ihr was, ey, ihr könnt mich alle mal... Hey, Wolf, warte! Lass ihn. Wenn der Julia wirklich liebt, dann kommt Romeo auch wieder. Sieht doch toll aus, oder? Gib mal her. Mann! Hey Josh, du siehst unheimlich stark aus auf dem Bild. Wundert dich das? Ja, dann hab ich auch mal. Du guckst vielleicht komisch an, Claire. Willst du auch mal sehen? Ich bin der englischen Fahne vom Bauch. Dober habe ich ja noch nie ausgesehen. Hallo, meine Lieben. Was gibt's denn da Besonderes? Ah, euer Klassenfoto. Na, hoffentlich klappt's mit der Englandreise. Herr Dr. Stolberg, wie finden Sie eigentlich Schuluniform? Ich finde es interessanter, wenn ihr mir sagt, was ihr davon haltet. Nichts. Das habe ich in Halle auch schon gesagt. Ach, und hast du auch eine Begründung dafür? Sehen Sie mal. Jeder ist doch irgendwie anders. Und deswegen sollte auch jeder andere Sachen anziehen dürfen. Oder glauben Sie, dass ich in Biologie besser wäre, wenn ich irgendeine Uniform anhätte? Oh nein, Josch, ich fürchte, dass sich deine Noten dadurch nicht verbessern werden.
Gibt's denn noch andere Ansichten? Ich finde so eine einheitliche Kleidung ganz gut, wegen des Teamgeistes und so. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Klamotten was mit Teamgeist zu tun haben. Und warum haben denn die Leute vom Sport immer dieselben Klamotten an? Die tragen sie doch bloß, damit sie nicht ins falsche Tor schießen. Wie ich sehe, gibt's in dieser Frage die unterschiedlichsten Meinungen. Wer von euch wäre denn prinzipiell gegen eine einheitliche Schulkleidung? Melde gehorsamst. Ich, Herr Direktor. Danke, Josch. Das überrascht nicht. Gibt's noch andere Meinungen? Ich auch. Also zwei. Und wie viele Stimmenthaltungen gibt's? Eins, zwei. Und wer wäre denn dafür? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also wenn ich richtig gezählt habe, ist die Mehrheit in der Klasse für eine einheitliche Schulkleidung. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass du ab morgen hier mit einer englischen Fahne um den Bauch herumlaufen musst. Bitte, Josch, nun sind's genug der Späße. Anna, meine Kleine, was ist los? Gibt es Komplikationen mit deinem Bein? Nein, ich bin nur sauer. Bitte? Du bestellst mich hierher, um mir zu sagen, dass du sauer bist? Ja. Ich bin sauer auf dich. Aha, das wird ja immer schöner. Du bist sauer auf mich. Ist es wahr, was ich von Wolf gehört habe? Was hast du denn gehört? Dass du Schmerzensgeld von ihm willst. Oh, jetzt hört ja wohl alles auf. Erst zitierst du mich hierher, als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, als auf deine Anrufe zu warten und dann... Und dann musst du noch von deiner eigenen Tochter gefallen lassen, dass sie dir unliebsame Fragen stellt. Anna, ich warne dich. Wolf hat mit dem Unfall nichts zu tun. Ich kann doch zwei und zwei zusammenzählen. Und dein lieber Wolf, der ist gerast wie ein Irrer. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Anna, ob das stimmt oder nicht, ist mir völlig egal. Ich sag dir nur eins, mit diesem Jungen ist Schluss. Er ist kein Umgang für einen Reichenbach. Aber er kann wirklich nichts dafür, dass ich hier liegen muss. So, dann. Jetzt hörst du mir mal zu. Du bist nicht 18 wie dein Freund Wolf, sondern 14. Und ich möchte nicht, dass du diesen Jungen noch einmal wieder siehst. Haben wir uns verstanden? Also, das hier ist die Waggontür. Drei von euch gehen bitte auf diese Seite, der Rest bleibt bitte hier. Okay, ich bin jetzt mal der Zug, der in den Bahnhof Zoo einfährt. Und wenn Paula das Startsignal gibt, dann versuchen bitte alle so schnell wie möglich ein- und auszusteigen, okay? Gut. Also. Fertig. Los. Hey, mach doch nicht so dick. Du bist vielleicht witzig. Platz, ihr Drissköpfe. Oh, das waren genau 24,8 Sekunden. Holla, holla, holla. Damit kommen wir dann zur Londoner Variante. Ich brauche dazu allerdings noch zwei Freiwillige mehr. Und geh mir bis dahin erstmal eine gute Tasse englischen Tee brühen. Bitte, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Die sechste Klasse spricht sich tatsächlich für einheitliche Schulkleidung aus? Nun ja, die Mehrheit war dafür, aber es gab auch erbitterten Widerstand. Vermutlich Josh und dann Claire. Richtig. Also wenn die Kinder dafür sind, dann sollten wir doch wohl nicht länger zögern. Also ich erkläre es gern noch einmal. Ich habe diese Kleidung nur für das Klassenfoto bestellt, um für die geplante Klassenreise einen besonderen Akzent zu setzen. Seien Sie froh, wenn Ihre Idee auf so fruchtbaren Boden fällt. Darauf kann ich gut und gerne verzichten. Liebe Kollegen, also Sie sollten das wirklich nicht so eng sehen. Also ich sehe das keineswegs eng. Doch. Sie machen aus den Schuluniformen eine Staatsaktion. Statt einfach mal einen kleinen Versuch zu starten. Bitte, Sascha, was soll das denn jetzt? Naja, warum probieren wir es nicht einfach mal bei einer Klasse aus? Zum Beispiel. Das ist doch ein ganz vernünftiger Kompromissvorschlag. Das finde ich überhaupt nicht. Mit diesem Vorschlag steuern wir zurück in vorsintflutliche Zeiten. Kommen Sie, Sie werden doch wohl die Preußen nicht als vorsintflutlich bezeichnen wollen. Aus dieser Zeit stammen nämlich in Deutschland die ersten Schuluniformen. Waren das nicht diese merkwürdigen Matrosenanzüge mit den kurzen Hosen? Ja, damals haben alle Kinder, die zur Schule gingen, dieselben Sachen getragen. Hm. Na, wer wäre denn für Frau Hansens Vorschlag, mit der Sechsten einen solchen Modellversuch zu starten? Hi.
ich wollte nur schnell sagen, was wir aufhaben. Also in Mathe. Was ist denn los? Tut dir dein Bein weh? Ist Wolf ausgerastet? Deswegen. Du, das habe ich echt nicht gewollt. Sag schon, was ist denn los? Es ist wegen meiner Mutter. Nino, was ist denn mit deiner Mutter? Sie will, dass ich sofort mit Wolf Schluss mache. Aber das ist ziemlich blöd für dich. Ziemlich blöd? Du machst mir Spaß. Also ich will mich ja nicht einmischen, aber diesmal muss ich deiner Mutter ausnahmsweise recht geben. Wolf passt wirklich nicht zu dir. Danke. Du bist wirklich eine tolle Freundin. Mensch, Anna, das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, wie der dich behandelt. Ich meine, der fährt nur aus Angeberei in Graben. Mann, ihr passt wirklich nicht zusammen. Hör auf mit deinen blöden Sprüchen und hau ab. Wolf hat mit dem Unfall wirklich nichts zu tun. Anna, bitte. Hau ab, hab ich gesagt. Lass mich doch endlich alle in Ruhe. Achtung, Achtung. Der Zug nach Canterbury hat 10 Minuten Verspätung. Bitte bleiben Sie relaxed. So, der Versuch London Express kann starten. Ich bin soweit. Und wo muss ich hin? Hierher. Beinahe wären wir ohne dich ausgestiegen. So, jetzt noch mal alle zum Mitschreiben. Jeder bleibt ordentlich in der Reihe stehen und geht dann schweigend und in gleichem Tempo hinter dem anderen her. Alles klar? 3, 2, 1, go! Ey, das klappt ja richtig gut. Ruhe bitte, Thekla, die Engländerin redet nicht in der Warteschlange. Wie lange hat das gedauert? Es waren genau 14,2 Sekunden. Ach Quatsch, zeig her, das glaube ich nicht. Bitte, wenn du nicht glaubst. Das gibt's doch gar nicht. 2 Leute mehr, ohne Stress, ohne Dringeln und noch schneller. Das gibt's doch gar nicht. Na klar gibt's das. Es gibt sogar eine Formel dafür. Echt? So wie in Mathe A² plus B² gleich C². Na, nicht ganz. Also hierbei handelt es sich um Biomathematik. Bio was? Biomathematik. Und wenn ihr wollt, kann ich euch zur nächsten Stunde die Formel mitbringen. So, na ja, das wär's dann wohl. Bis demnächst, Herr Bodenstein. Wiedersehen, die Herren. Ja, Wiedersehen, Herr Bodenstein, und vielen Dank nochmal für Ihre großzügige Unterstützung bei der Renovierung unserer Schule. Aber ich bitte Sie, das war doch selbstverständlich. Da fällt mir noch was ein. Ja, bitte? Was halten Sie als gewählter Elternvertreter von der Einführung einheitlicher Schulkleidung? Ja, wollen Sie auf Schloss Einstein sowas einführen? Nein, 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 das nicht. Nur, wir erwägen möglicherweise diesbezüglich einen kleinen Test durchzuführen. Ja, und darum wollten wir im Vorab diesbezüglich Ihre Meinung wissen. Ja, ich muss gestehen, dass ich mir darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht habe. Grundsätzlich stehe ich der Sache aber positiv gegenüber. Was sagen denn die Kinder dazu? Wir haben bisher nur mit einer Klasse gesprochen, aber die zeigt sich absolut nicht abgeneigt. Ja, und falls es zu so einem kleinen Test kommen sollte, glauben Sie, wir müssen deswegen die Elternkonferenz einberufen? Nein, nein, das wäre absolut übertrieben. Wenn es allerdings um eine endgültige Entscheidung geht, dann sollten wir die Eltern auf keinen Fall übergehen. Selbstverständlich, Herr Bodenstein. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Diese Ladung noch. Und dann machen wir erstmal Frühstück. Und was mit den Balken im Keller? Die will ich mir erst in Ruhe nochmal ansehen. Ja gut, ich gehe dann schon mal. Augenblick. Da fehlt ja noch die Hälfte. Was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz blass. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Was gibt's denn? Hallo, Wolf. Hier. Das Protokoll muss noch unterschrieben werden. Was denn für ein Protokoll? Das von neulich, von dem Unfall. Hatten wir ganz vergessen. Und da ich gerade hier in der Gegend zu tun hatte, dachte ich mir, geh doch einfach am Schloss vorbei und erledige die Sache. Danke. Haben Sie vielleicht einen Stift? Ja. Hier. Ich habe schon mal ein Kreuz an die Stelle gemacht. Vielen Dank. Ach übrigens, da gibt's noch was, was dich sicherlich interessieren wird. Was denn? Man hat bereits die Unfallursache festgestellt. Laut Gutachten war es ein geplatzter Reifen. Ein geplatzter Reifen? Ja, man hat in dem linken Vorderreifen des Unfallautos eine Schraube gefunden. Echt? Das war höhere Gewalt. Mit so einem geplatzten Reifen wäre ich wahrscheinlich auch im Graben gelandet. Guten Morgen. Was ist denn jetzt? Das ist heute schon Weihnachten. Nur als wegen der heiligen drei Könige da. Dürfen wir auch um eure Aufmerksamkeit bitten? Gibt es was Besonderes, warum Sie gleich zu dritt kommen? Ich denke schon. Wir haben nämlich im Kollegium beschlossen, euren Wünschen nachzukommen.
Gibt's 6 Wochen mehr Ferien? Oder werden die Klassenarbeiten abgeschafft? Weder noch. Stattdessen wollen wir mit euch einen kleinen Modellversuch durchführen. Sagen Sie nicht, es geht um Schuluniformen. Doch. Wir haben nämlich beschlossen, dass ihr einen Monat lang einheitliche Schulkleidung tragen dürft. Und wie soll die aussehen? Ich glaube, ihr werdet begeistert sein. Euer Klassenlehrer Herr Haller hat Verbindung mit einem Modehaus in Potsdam aufgenommen. Und dort wird man exklusiv für euch die Schulkleidung entwickeln. Und wieso gerade wir und nicht irgendeine andere Klasse? Weil das ein Modellversuch ist und die Klasse mehrheitlich dafür war. Kannst du nicht einmal mit deinem doofen Gemeckere aufhören? Also ich finde die Idee gut. Ich auch. Und was meinen Sie dazu, Herr Haller? Tut mir leid, Mehrheitsbeschluss des Lehrerkollegiums. Aber unsere Eltern müssen doch zuerst gefragt werden. Auch da können wir dich beruhigen, Anne-Claire. Der Elternvertreter Herr Bodenstein hat nichts gegen den Test einzuwenden. Also, wie auch immer dieses Zeug aussehen mag, ich habe keine Lust, hier das Versuchskaninchen zu spielen. Und ich lasse mich nicht zum Affen machen. Okay, ich bin fertig. Ihr könnt reinkommen. Oh, ich sehe, die englische Methode setzt sich durch. Sehr gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie so eine Menschenschlange aussieht. Wahrscheinlich 10 Meter lang. Tja, werte Anwesende, was wäre die Praxis ohne die Theorie? Das, was wir gestern in unseren Versuchen herausgefunden haben, lässt sich tatsächlich in einer mathematischen Formel festhalten. Achtung, hier ist sie, die Schlangenformel. Na, die ist ja irre. Haben Sie sich die ausgedacht? Nein, die gibt es wirklich. Die hat ein Team englischer Biomathematiker entwickelt. Oh Gott, das kapiere ich ja nie im Leben. Also, V ist der Vorteil, N ist der Nutzen, P die Bestrafung, A sind die Abweichler und das Wichtigste ist das Z, das ist die Anzahl der Menschen in der Schlange. Soweit alles klar? Nee. Mir auch nicht. Na gut, dann versuche ich es nochmal. Ganz einfach. Also, die Formel an der Tafel besagt, dass in einer Menschenschlange jeder Einzelne einen Vorteil hat, wenn sich alle immer kooperativ verhalten. Verstanden? Nee. Macht aber auch nichts, denn Sie haben da eine entscheidende Kleinigkeit vergessen. Ach ja? Und das wäre? Na, der japanische Faktor. Ey, da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Was machst du? Siehst du doch. Ich entwerfe ein Plakat. Also, ich lass mir sowas nicht gefallen. Jedem seine Uniform. Kein schlechter Spruch. Ja, also kannst du bei meinem Protestmarsch mitmachen, wenn du möchtest. Nee, danke. Demonstrieren ist nicht so mein Ding. Ach ja? Und was ist dein Ding? Man müsste mal mit den Eltern reden, wenn die lieben Mitschüler zu dumm sind und den Quatsch mitmachen. Mhm. Was willst du denen sagen? Zum Beispiel, dass dieser Modellversuch sehr teuer werden wird für Klamotten, die nach 4 Wochen eh wieder weg sind. Wenn ich Gupi richtig verstanden habe, dann hat er mit Herrn Bodenstein bereits darüber geredet. Und der ist als Elternvertreter damit einverstanden. Das muss ja nicht so bleiben. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf einer U-Bahn-Station in Tokio. Alles klar, Paula? Ja, ich bin soweit. Assistent Max ist auch beleidigt. Also, Herr Fabian, jetzt passen Sie genau auf, denn Max und ich, wir zeigen Ihnen jetzt die japanische Art des Ein- und Aussteigens. Achtung! Fertig, los! Hey, pass doch auf! Hilfe, ich will nicht nach Tokio! Wie viel waren das? Genau 12,9 Sekunden. Ja. Ja! We are the champions! Na, das war ja richtig spitze, jetzt muss man euch schon lassen. Aber sagt mal, was wird denn jetzt mit unserer Formel? Na, ganz einfach. Wir ergänzen sie um den japanischen Faktor J. Hast du es immer noch nicht begriffen? Wir sind nicht schuld an dem Unfall. Ein Reifen ist geplatzt. Aber als es passiert ist, waren wir gerade dabei, diese blöde Kassette aufzuheben. Ja, aber da ist eine Schraube in den Reifen gekommen. Und genau in dem Moment ist er geplatzt. Wirklich? Oh Mann, bin ich froh. Tja, ich denke, deine Mutter wird wohl auf ihr Schmerzensgeld verzichten müssen. Alles wird gut.
Also mach dir keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.